So Marcel, 0-2 Niederlage in Freiberg. Woran lag es heute aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, es ist entscheidend, dass wir einfach uns ein Tor in der ersten Halbzeit selbst reinschenken. Weil da, finde ich, waren wir defensiv wirklich sehr, sehr griffig, haben wahnsinnig im Ansatz gefährliche Konter gespielt, die nicht zur Vollendung kamen, aber die waren im Ansatz wirklich gut. Und das Tor bringt dann so ein bisschen unsere ganze Idee vom Spiel durcheinander, weil dann wir aktiver sein mussten, sind höher angelaufen, haben immer so kompakt gespielt. Und dann muss man einfach ganz klar sagen, dass Freiberg die zweite Halbzeit besser war und auch völlig verdient gewonnen hat. Zweite Halbzeit war tatsächlich sehr dominant von Freiberg. Was hätten wir tun können, um diese Dominanz so ein bisschen zu durchbrechen? Wie hätten wir mehr Nadelstiche setzen können? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich fand, wir waren im Ansatz oft dran, waren da zu unsauber und damit entwickelt sich, glaube ich, das Spiel einfach so, dass Freiberg ihre Sicherheit kriegt und wir immer merken, ey, heute funktioniert das so richtig. Und ja, dann hat Freiberg einfach auch eine wahnsinnige Qualität. Ja, das muss man auch sagen, den verspringt halt kein Ball, die sind ja ganz sauber in den Abläufen drin. Und dann muss man das akzeptieren, dass Freiberg einfach die bessere Mannschaft war. Ja, man muss ich würde es mal so beschreiben, fast eine bewundernswerte Arroganz im Spiel. Die haben selbst unter Bedrängnis noch quer nach hinten. Es war schon beeindruckend. Denkst du, wir haben hier die beste oder qualitativ beste Oberligamannschaft gesehen heute? Ja, qualitativ, da muss man nur den Kader durchgehen. Glaube ich auf jeden Fall. Ja, ich kann noch nicht einschätzen, wie stark dann die Kickers sind, aber rein von den Einzelpersonen ist Freiberg, gehört die schon so der Creme von der Oberliga. Aber wir sind auch nicht verprügelt worden. Ich glaube, das kann man auch ganz deutlich sagen. Deine Jungs haben gekämpft bis zum Schluss. Also ich glaube, das kann man ihnen total attestieren. Jeder wollte. Denkst du, die Niederlage wird uns nicht umwerfen, oder? Ich gehe nicht davon aus. Also das habe ich auch gerade gesagt. Klar, nach 3 Siegen würde man gerne den 4. mitnehmen. Aber es gehört aber auch wieder das Verlieren dazu. Und das muss man jetzt einfach dann wieder abhaken und weitermachen. Und vor allem halt einfach wieder aufstehen und eine Reaktion zeigen. Das ist jetzt die Erwartung für das Spiel am Samstag. Und nochmal, das war heute ein richtig guter Gegner. Wir haben es versucht, waren einfach nicht gut genug. Und jetzt zeigen wir am Samstag gegen einen anderen Gegner wieder, dass wir auch gewinnen können. Ist das auch die Lehre vom Spiel, zu sagen, okay, abhaken, war einfach ein richtig guter Gegner heute und weiter geht's? Ja, wir werden gegen die Gegner, kommen wir noch mit Kickers, Rückrunde Freiberg und mal gucken, wer sich noch da oben festsetzt. Wird es immer unser Anspruch sein, auch zu gewinnen. Das wird jetzt in 2 Wochen, wenn die Kickers sind, auch unser Anspruch sein. Aber wenn es da nicht so ist, ich glaube, es wird keiner erwarten, dass wir jedes Spiel jetzt in der Oberliga gewinnen. Deswegen ist das die Lehre, dass man dann das einfach abhaken muss. Mir fällt es gegen so einen Gegner leichter wie jetzt beispielsweise nach dem ersten Spieler gegen Bruchsal, weil ich da einfach weiß, wer auf dem Platz ist, wie gut die sind. Und dann kann ich das für mich auch besser akzeptieren, dass die einfach gegen uns gewinnen. Ich glaube auch, dass der Applaus der Fans, der NSU-Fans, ein Zeichen dafür ist, dass eine andere Mannschaft wie gegen Bruchsal auf dem Platz steht inzwischen. Ich glaube, es wird anerkannt, dass auch wenn Gegner besser ist, alles getan wird. Da ist Dynamik drin, da ist Feuer drin. Ist auch das eine Lehre aus dem Spiel, dass einfach jetzt eine andere Mannschaft auf dem Platz steht? Ja, ich hoffe, dass wir das wieder Woche für Woche beweisen. Aber das ist, glaube ich, wo wir uns als Mannschaft, also mit Trainerteam plus die Jungs auf dem Feld, wir uns praktisch eingeschworen haben, dass wir diese Mentalität wirklich immer auf den Platz bringen wollen. Das wird gerade in englischen Wochen auch nicht immer einfach. Aber ich glaube, wenn man sich, da geht es auch immer darum, wenn man in den Spiegel guckt, kann man sich was vorwerfen. Und das kann ich heute meiner Mannschaft nicht machen. Wir haben eine Idee gehabt, die hat vielleicht auch nicht hundertprozentig gefruchtet. Die Jungs haben alles gegeben. Und ich finde, dann ist man halt enttäuscht, aber man kann wirklich erhobenen Hauptes heute Abend ins Bett fallen. Ich glaube mal jetzt Schluss, weil hier fliegen die Mücken um uns rum. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, wir gehen. Okay, danke, Buschi.